Hallo, ich grüße euch zum Teil 37G. Ich möchte euch heute mal etwas erzählen zu den letzten Ereignissen dieser Woche und dann wollen wir auch mal was erklären zu den Wahlurnen. Machen wir dann im Anschluss. Erstmal die aktuellen Ereignisse. Ihr seht ja, dass hier seltsame Kurven erscheinen. Also in den ganzen Währungsbaren, hier haben wir also den Euro, S-Dollar, den Umtauschkurs. Ihr seht, wie der hier runterkommt und wie es dann plötzlich durch einen Sprung hochgezogen wurde und dann wieder anfängt runterzugehen. Also das heißt, geht der Kurs runter, sinkt der Wert vom Euro im Vergleich zum US-Dollar. Das ist ein typischer Verlauf, wie man also versucht, mit großen Einkäufen oder Rettungskäufen den Kurs oben zu halten. Weil würde der Kurs runterfallen, wird man alle erhebliche Probleme bekommen, aus der Eurozone heraus auf dem Weltmarkt einzukaufen. Weil der ganze Weltmarkt im Prinzip von dem US-Dollar beherrscht wird. Und eine Talfahrt des US-Dollars ist genauso schlecht auch von Euro, weil... Wenn das Verhältnis aus der Balance gerät, würde der europäische Wirtschaftsraum zusammenbrechen. Und dann wäre die Folge, dass das der Reihe nach die ganzen Märkte zerstört. Bloß erstmal so, dass wir ungefähr verstanden haben, wie solche komischen Entwicklungen zustande kommen. Dann hatte ich schon einmal angekündigt und auf der Facebook-Seite veröffentlicht, der sogenannte schwarze Schwan. Was ist das? Schwarzer Schwan ist ein fester Begriff an der Börse für ein sehr seltenes Ereignis. Also ihr könnt euch vorstellen, großen Teich und da habt ihr alle weiße Schwäne. Aber es gibt eben Teiche, da hast du nur einen schwarzen, aber das ist ein extrem seltenes Ereignis. Also mit dem niemand rechnet und gegen das man sich in der Regel auch nicht absichern kann, weil man kann ja alles versichern. Müsst ihr euch vorstellen, ihr habt in eurem, eurem Haus oder in eurem Grundstück tausend Möglichkeiten für irgendwas eine Versicherung abzuschließen. Aber wenn ihr euch gegen alles versichern wollt, da bringt ihr so viel Geld in Versicherungsverträge ein, so viel könnt ihr in eurem ganzen Leben nicht kaputt machen. Ne? Und da muss man dann irgendwie händeln. So, und das große Schlimme ist eben, wenn gegen alle Wahrscheinlichkeit eben dieser eine schwarze Schwan da wirklich auftaucht. Und so ein schwarzer Schwan ist zum Beispiel, dass der Rohölpreis deutlich unter den Herstellpreis sinkt. So, wir sind jetzt hier bei $32,20. Ankauf mit 2,26, Verkauf mit 32,20. Das heißt $32,20 pro Barrel Öl. Barrel ist also großes Fass. Niemand hat damit gerechnet. Was ist passiert? Da ist an die Grenze rangekommen und plötzlich ist da runtergefallen. Warum ist das so? Naja, die Leute, die gedacht haben, der hat hier unten ein Minimum, sind ja im Kaufen gegangen. Ja? Dann ist der Kurs hochgegangen und der Öl ist verhungert. Plötzlich kippt er ab. Was passiert? Die schließen die Position, also verkaufen das Gekaufte und die unentschlossen sind, weil sie nicht wissen, was hier passiert, die gehen hier in Verkaufen. Und zwar die hier ihre Position verkauft haben, verkaufen und die sehen, dass der Kurs fällt, verkaufen auch. Und damit passiert genau das, was da hier unten aufschlägt. So, wir sind jetzt hier gelandet bei 32,20, aber das ist noch lange nicht das Ende. Es geht weiter. Jetzt sinkt der Kurs auf 29 Sperre, 41 Cent. Ne? Was passiert hier? Der Handel wird deaktiviert. Das heißt, die Derivate, die auf dem Öl lasten, die sind immer weiter im Verkaufen, im Verkaufen, im Verkaufen, weil der Kurs immer weiter fällt. Niemand ist bereit, in den fallenden Kurs noch zu kaufen. Das heißt, der Markt ist zerstört durch Derivate. Derivate müsst ihr euch so vorstellen, wie Anrechte auf ein Fass Öl. Stellt euch vor, ihr habt ein Fass Öl und ihr habt 1000 Leuten Scheine gegeben, der Anrechte auf Öl, dieses aber nicht einlösen. Die sitzen auf den Schein und denken, dass wenn sie den Schein zu ihrem Rohölhändler gehen, dass der ihnen fast Öl rausgibt. Würde er nicht machen. Der wird ihnen genau die $29,41 auszahlen und sagen, schön war's. So, und inzwischen ist der Ölpreis sonst wo. Das ist die sogenannte Derivatebombe. Und man muss sich überlegen, das Öl könnte so zwischen 150 Minimum und etwa 1000-fach überzeichnet sein. Überzeichnet heißt, es gibt 1000-mal mehr Anrechte auf das gleiche Fass, außer der eine, der gerade in der Nähe steht und auf dem Laster lädt. Der hat es dann. Ne? Und alle anderen gucken sozusagen in die Röhre und werden sozusagen mit Inflationsgeld abgefunden. Ne? Man hat also schon vor Jahren dafür gesorgt, dass zum Beispiel sich niemand auf ein Goldderivat hin unbedingt Gold ausliefern lassen müssen. Die werden alle in Dollar oder in Euro abgefunden. Dann könnt ihr euch vorstellen, wenn das Geld in die Hyperinflation geht, dass du dann für $30 nichts mehr kaufen kannst. Das ist nicht mal eine Briefmarke, weil der Wert einfach auch um ein Tausendstel fällt. Aber das ist noch nicht alles. Jetzt geht's weiter.
Jetzt sinkt der Kurs noch weiter runter. Moment, wo sind wir denn jetzt? Da haben wir den Derivate-Crash. So, da ist der Handel deaktiviert. Da geht weder verkaufen noch kaufen. Weil jeder würde sehen, da fällt weiter und wird wieder verkaufen. Es wird also immer schlimmer. Ja, und jetzt ist es passiert, dass wir bei $28,30 angelangt sind. Ja, und dann wird einfach keine Kurse mehr gestellt. Und dann kommt genau das Bild, warten auf Update. Und das ist jetzt schon seit anderthalb Tagen so, wenn ich es noch richtig weiß. Ja, und dann passiert das nicht. Und damit ist der WDI Future Markt im Prinzip kaputt. Ja, das ist im Prinzip das Resultat des ersten zerstörten Marktes, der wichtigste Markt eigentlich. Aber der Goldmarkt, ich meine, Gold brauchst du nicht zum Leben. Aber Öl brauchst du zum Heizen, zum Herstellen von Kraftstoff, zum Herstellen von Kunststoffen. Im Prinzip hängt die ganze Industrie von Öl ab. Und wenn dieser Markt kaputt ist durch den Derivatekampf, man muss es mal so sagen, also Spekulanten gegen Realwirtschaft, dann sieht es böse aus. Ja, wodurch kommt das? Naja, es ist im Prinzip, die Bankenelite hat eben die sogenannte zionistische Politik. Da können sich die wenigsten was drunter vorstellen. Man kann es ungefähr so vorstellen, es ist immer das Gegenteil von dem, was für die Menschen gut ist. Ne? Also zum Beispiel, wenn die sagen, es wäre doch gut, wenn wir Frieden hätten, dann sind eben diese zionistischen Eliten an Krieg interessiert, weil die sagen, an der Zerstörung verdienen wir immer am Waffenverkauf und dann immer wieder am Wiederaufbau, indem wir den Leuten dann Kredite geben. Also im Prinzip doppeltes Geschäft. Und am Frieden selber können die nichts verdienen, deswegen haben sie auch kein Interesse. Deswegen hat auch Deutschland, also Westdeutschland, kein Friedensvertrag, weil die Westalliierten kein Interesse an einem Frieden haben und die Bundesrepublik auch nicht. So. Mitteldeutschland sieht die Sache ein bisschen anders aus, aber das ist ein anderes Thema. So, jetzt gucken wir uns mal an, was denn das Gegenteil von gut ist. Also ihr seht ja hier, ich habe mal rausgesucht, die Seligpreisung. Das ist eigentlich das, wo wir sagen können, das ist der gute Teil der Menschheit. Ne? So, erster, also Vers 3. Die da geistlich arm sind. Also wer ist geistlich arm? Geistlich arm ist jemand, der sich nicht groß philosophiert, wenn er einem anderen Menschen helfen muss. Der sieht einfach, dass er in Not ist und ohne groß zu fragen, ob er es verdient hat oder nicht, hilft er erstmal. Weil er sagt, das ist gut, in meinem Herzen fühle ich das, ich kann es zwar nicht erklären, aber ich mache es erstmal, dass es richtig ist. 4. Die da Leid tragen. Also Leid tragen tun die Leute, die Superreichen, ganz sicher nicht. Das ist also das komplette Gegenteil, was die machen. Obwohl es überhaupt kein Problem ist, über Nacht den Hunger und die Not auf der Welt abzustellen, indem sie, sagen wir mal, einfach nur in ihre Portokasse greifen, könnte die Not der Welt sofort abgestellt werden. Müsste niemand mehr hungern oder verdursten oder wäre einfach gelöst. Die Sanftmütigen. Sanftmütig ist jemand, der zwar was erreichen will, aber es eben nicht mit Gewalt durchdrückt, sondern sagt, okay, wir kümmern uns darum, dass es vorankommt, aber wir machen das nicht mit Gewalt, nicht mit Krieg, nicht mit Aggression. Die da hungert und durstet, also dass die Elite irgendwann mal einen Hunger leiden müsste, glaube ich eher nicht. Sie spekulieren mit Nahrungsmitteln, die hungern und durstet nach der Gerechtigkeit. Achso, das gehört ja zusammen, nach der Gerechtigkeit. Ja, das Gleiche. Ne? Also die ganze Juristerei ist im Prinzip bis auf den Grund korrupt und nicht ohne Grund hat der alte Fritz diese Talare eingeführt und mit der Bemerkung, damit man die Spitzbuben von Weitem erkennt. Das ist nicht von mir der Spruch, sondern der stammt von alten Fritz. Selig sind die Barmherzigen. Also es gibt ganz wenige Menschen, die durch ihre Kunst oder durch ihre wirtschaftlichen Erfolge wohlhabend sind und gleichzeitig auch barmherzig sind, denen, die nicht so viel Glück hatten im Leben. Ne? Und einer, der da ganz besonders hervortritt, immer wieder, ist Frank Zander. Also jedes Jahr eine größere Menge Obdachlose mit einer warmen Mahlzeit aus. Das ist zwar nur ein Tropfen am Stein, aber er macht es wenigstens und er labert nicht dumm. Selig sind, die rein Herzens sind. Ich kenne niemanden in der oberen Elite, der ein reines Herz hätte. Da sagen wir, ich habe in meinem Leben Schlechtes gemacht, aber ich bin umgekehrt. Ich kenne niemanden. Die ganz wenigen Leute, die Kurve noch gekriegt haben, ja, selig sind die Friedfertigen. Also friedfertig ist keiner von den Eliten, die sind also immer auf Krawall und Krieg gebürstet. Und die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Es ist eher so, dass die Ungerechtigkeit und Krieg
üben und Leute abschlachten, noch Friedens- und Nobelpreise einsammeln. Selig sind, wenn euch die Menschen um meinetwillen schwären, verfolgen und allerlei Übles reden. Selbst die größten Satanisten stellen sich noch oben an die Spitze der Kirche und behaupten, fromme Leute zu sein. Habt ihr im Prinzip einen Beweis? Das ist zionistische Weltanschauung, wie sie lebt und lebt. So, und mit sowas wollen wir beim besten Willen nichts zu tun haben. Und das ist nämlich genau die Ursache von diesen Währungscrashs. Das ist die Gier nach mehr, als ich selber brauche und verbrauchen kann. Und das werden wir in der nächsten Zeit voll auskosten. Es haben mich ja schon welche gefragt, ob ich einen Tipp hätte, wenn denn der große Crash kommt. Tja, eine gute Sache wäre vor März. Weil hier haben wir ein denkwürdiges Datum. Das ist also immer dann um diese Passover-Geschichte. Also, wenn es so weitergeht, haben wir vielleicht einen Währungscrash noch vor März. Aber das ist Spekulation, das kann niemand wissen. Die Zukunft kann man nicht schauen. Aber wenn man sieht, dass Sturm aufzieht und die Bäume sich neigen und das Öl so weit runter durch die Derivate so weit runter gedrückt worden ist, dass der Handel nicht mehr funktioniert, tja, dann wird es nicht mehr lange dauern. So, ich mache dann noch eine Sache zu den Wahlen gleich im Anschluss.